Schön, dass ihr beiden geschniegelt und gestriegelt seid. Die Agentur kennt jetzt alle schmutzigen Details, Kleiner. Es ist vorbei. Richtig. Außerdem gibt es Wichtigeres. Erinnerst du dich an Jade Tan? War klar, dass die wieder auftauchen. Tja, Blaine hat sie auch verkauft. Die Geheimpolizei hat sie verhaftet, als sie die Gegenwart ausländischer Geheimdienste auf Panau untersucht hat. Nach allem, was wir über dieses Regime wissen, werden sie sie foltern, ohne Fragen zu stellen. Wir müssen sie finden. Schnell. Beim Foltern sind die Jungs ganz weit vorne. Bossa, sieh dir diesen Vogel an. Hast das Equipment der Agentur sicher schon vermisst. Rico, alter Freund, er gehört dir. Sie schon tot ist? Nicht bevor sie ihr die Daumenschrauben anlegen. Du musst zu der Anlage, in der sie Tan festhalten. Stifte dort ein möglichst großes Chaos. Das müsste sie raustreiben. Denk dran, dein PDE zu checken, wenn du mal nicht weiter weißt.
Team!
Ich hasse Ninjas. Feind gesichtet. Alle verfügbaren Einheiten vorrücken. Jinga, sie ist nicht hier. Nimm deine dreckigen Finger weg. Darf ich mir das ausleihen? Kumpel, du solltest dir Jade lieber schnappen, bevor sie das verdammte U-Boot erreicht. Falls ihr beide nicht kugelsicher seid, solltet ihr schleunigst abbauen. Na kommt schon! Danke, dass ihr gekommen seid, Jungs. Ihr habt mir den Arsch gerettet. Ja. Yeah. War jede Kugel wert. Jetzt wissen wir, wer in diesem Syndikatstheater die Fäden zieht. Stimmt. Im Moment gibt es 3 Puppenspieler, die in Panau die Strippen ziehen wollen. Alle Daten sind auf deinem PDA, Rico. Jade erklärt dir alles Weitere. Schön, das zu hören. Zuerst hätten wir da Alexander Mirkov, ehemaliger sowjetischer Agent. Er ist ein Killer mit Verbindung zu sämtlichen Kriminellen im neuen Russland. Ob er für Moskau oder auf eigene Rechnung arbeitet, tja, das ist die große Preisfrage. Oh, fest steht nur, dass er eng mit den Roaches zusammenarbeitet. Weil beide auf chinesische Anzüge und fette Klunker stehen? Nummer 2 ist ein chinesischer Sadist, Zhang San, ehemaliger Chef des militärischen Geheimdienstes. Das moderne China hält Kerle wie Zhang gerne unter Verschluss. Aber verfügbar. Seinen maoistischen Revolutionsparolen stoßen vor allem bei den Reapers auf offene Ohren. Das Gefährlichste ist ein durchgeknallter Ideologe. Ein Kommunist mit Unterweltkontakten. Aber ich gehe davon aus, dass das Beste noch kommt. Richtig. Dieser Ex-General ist alles andere als ein Heiliger. Sein Name ist Masao Washio. Er wurde aus der japanischen Armee entlassen, weil er seine eigenen Männer gefoltert hatte. Sein Motto lautet angeblich: Schmerzen sind gut, aber der Tod ist besser. Er wird von einigen neokonservativen Industriellen unterstützt und arbeitet mit den Ula-Boys zusammen. Und die sind von diesem Irren ziemlich beeindruckt. Mann, das sind ja alles totale Psychopathen. Kann man wohl sagen. Aber was hat eine kleine Insel wie Panao ihnen zu bieten? Sie wollen Baby Panay stürzen und an seiner Stelle eine Marionette installieren. Warum? Wissen wir nicht. Jedenfalls muss es um ziemlich viel gehen. Das sind schließlich keine kleinen Fische. Stimmt. Und weißt du was, Rico? Du wirst die Kerle aus ihrem Versteck locken.
Aber verwende zum Ausräuchern keine Grillkohle. Will jemand ein Steak? Und? Was machen Sie jetzt? Meine Spezialität. Ich sorge für ein bisschen Verwirrung und treibe die bösen Jungs aus ihrem kleinen Versteck. Aber riskieren Sie bitte nicht wieder Kopf und Kragen. Ich werde tun, was ich kann. Vielleicht können Sie mir ein paar Tipps geben. Vorsicht, Mister. Herauszufinden, wo sich die großen Fische verstecken, muss ich weiter für die Banden arbeiten. Dank dir will die Agentur ihre Interessen auf Panau wahren.